Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute, willkommen von der Skipiste, aus der Skipiste, was auch immer. Yo Leute, ich bin jetzt in Köln angekommen. So Leute, wir sind jetzt angekommen in Kopenhagen. So Leute, wie ihr mitbekommen habt, sind wir in Hamburg und wir sind gerade im 2016, ein Jahr, was politisch und allgemein gesehen kein schönes Jahr war. Aber für mich persönlich war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich war an sehr vielen Orten, wo ich unbedingt schon mal hin wollte, was ich jetzt geschafft habe in diesem Jahr. Ich habe viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt persönlich viel unternehmen will. Ich habe Projekte geplant. Ich arbeite gerade mit einem Team an einem Film. Wir haben uns getroffen in Hamburg. Wir verstehen uns super und die ganzen Leute habe ich nur durch YouTube kennengelernt. Alles nur durch YouTube, ihr müsst euch das vorstellen, Leute. Es ist mega krass und ich bin mega froh, dass ich YouTube angefangen habe vor ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr. Ihr habt zum Anfang ein paar Szenen gesehen, wo ich am Anfang von YouTube war, wo ich vielleicht 70 Abonnenten hatte. Und ich habe heute auch auf Facebook was gesehen, wo ich vor einem Jahr genau gepostet habe, an Silvester schaffen wir bis 2016 200 Abonnenten. Und jetzt bin ich schon bei mehr als 500 Abonnenten. Klar, es ist eine kleine Zahl, aber für mich persönlich ist es einfach eine große Zahl, weil es sind 500 Leute, hallo. Und mir machen die Videos Spaß, mir macht es Spaß, diese Videos zu filmen, mir macht es Spaß, diese Videos zu schneiden. Und es ist einfach mein Hobby, es ist einfach mega cool, dass ich das Ganze machen kann. Ich hoffe einfach, dass 2017 umso cooler wird, dass ich wieder neue Leute kennenlerne, dass ich aber auch mit den Leuten, die ich 2016 kennengelernt habe, noch viel coolere Sachen machen kann. Einfach Projekte zu starten, den Film rauszubringen, weiter an dem Film zu arbeiten. Wir treffen uns nächste Woche nochmal, um an dem Film zu arbeiten, den wir jetzt in Hamburg angefangen haben zu drehen. Und ich probiere meinen Führerschein zu machen, sodass ich im Sommer vielleicht eine Autotour machen kann. Und so viele neue Sachen werden anstehen, Leute. Ich werde 18 Jahre alt und es wird, glaube ich, mega, mega cool und ich freue mich darauf, euch mit hinzunehmen, euch mit da auf den Weg, den ich gehe, mitzunehmen. Und ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, Videos zu machen, auch wenn es zwischendurch nicht so gut läuft, auch wenn ich sehe, oh, da habe ich nur 50 Klicks oder so. Leute, scheiß drauf, es macht mir Spaß. Es macht Spaß, diese Videos zu produzieren und trotzdem zu sehen, dass es manchen Leuten gefällt. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, das dann im kommenden Jahr kommen wird. Und ja, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage mit eurer Familie, mit euren Freunden, was auch immer. Bis dann, haut rein.